Einen wunderschönen Willkommen zu einem weiteren Let's Play und zwar Nachfolgen zu Alan Wake. Erster Teil, Gänsefüßchen, DLC 2. Kommen wir zu Alan Wakes American Nightmare, ein Standalone-Spiel, auch wieder von Remedy. Auch wieder eine eigenständige Story, auch wieder automatisch startendes Intro, nennen wir jetzt gerade nicht. Ich bin gespannt, wir drücken mal eine Taste zum Spielen. Und hier sind ein paar Sachen anders. Es ist auch, glaube ich, nicht so megamäßig lang. Aber ich denke mal, das reiht sich ganz gut in diese ganze Riege ein, die wir jetzt hier einfach mal spielen wollen. Ich klicke hier auf Story-Modus. Neuer Story. Normal oder Albtraum, wir nehmen natürlich normal. Chasing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. I'll catch you eventually! Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Okay, wir sind wieder im Spiel und optisch ist meines Erachtens ein bisschen was schippemäßig oben drauf gelegt worden. Ich weiß nicht, ich glaube schon. Zumindest ist es farblich erstmal ein bisschen was anderes. Sie können sich mit den Maustasten, also nee, nicht mit der Maustaste, mit der Maus selber umsehen. Und mit denen können wir uns bewegen. Okay. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe ja hier noch nichts eingestellt. Ich sollte die Mausempfindlichkeit direkte Aiming, keine Ahnung, was das ist. So. Ist besser, ist besser. Okay. Sonst ist es so intensiv und so schnell, ne? Guck mal hier. So, dann gucken wir mal. Ich glaube... Könnte... Wobei, warte mal. Einen Tick können wir das noch runtersetzen. So. Super, super, super. Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist perfekt. Okay, wir haben Licht. Huch. Oh, nee, 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 nee. Mhm. Sie können den Lichtstrahl der Taschenlampe mit rechts verstärken. Mit dem verstärkten Strahl lässt sich die Dunkelheit vertreiben. Ach so, aber mit dem normalen nicht, oder wie? Ach, nur noch mit dem verstärkten? Aha, okay. Das ist eine Änderung. Glaube ich. Springen geht noch gut. Da liegt irgendwas.
Okay, es ist optisch besser geworden. Was ich abgeschalten habe, ist Motion Blur, definitiv. Guck mal, die werden nicht mehr geblendet. Weg mit dir. So. Es ist definitiv, nehmen die keinen Schaden, wenn man einfach nur, ne? Das ist natürlich seltsam. Also es ist explizit anders als im Hauptteil. Aber nun gut, vielleicht kriegen wir das ja auch so hin. Okay, wo sind wir eigentlich? In another life, the man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Mhm. Da ist eine dieser Seiten. F5. Es gibt einige. Schauen wir mal. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't the great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Mhm. Gibt Ihnen einen Einblick in die Geschichte. Gut zu wissen. Ein Ölturm, ne? Ja, ist ein Ölbohrturm. Wir schauen uns mal hier um, ob wir irgendwas finden. Okay, hier finden wir nichts. The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Okay. Wir können da langlaufen. Wir können aber auch da langlaufen. Wir müssen letztendlich dort drüben hin und können auch quer einfach rüberlaufen. Somewhere within the earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Mr. Scratch. Manchmal ist es die schlauste Taktik, wegzulaufen. Die hell beleuchteten Bereiche sind Rückzugspunkte. Okay. Ich sollte Escape zurück. Ja, also, okay. I can't stay here now. Ja, doch. Wir laufen doch schon. Hier kann ich Sachen mitnehmen. It's a little sad how many problems you can solve with Buckshot. Okay, einer. Mist. Ui. Komm. Der aus einem hellen Licht bestehende Rückzugspunkt heilt sie. Ach, der heilt mich auch noch. Ach so, und dann ist er weg. Wieso kommen da so viele Leute? Flüchten Sie zum Hotel. Okay. Schalten Sie die Waffenkisten durch die Suche nach versteckten Manuskriptseiten frei und bereiten Sie Ihren Feinden mit besseren Waffen ein Ende. Aha, okay. Hallo. Ui, wer ist das denn? It's you. Ja, ich bin's, genau. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? Nee. I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page?
Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Okay, dann schauen wir mal. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. Sehr schön. Wir kennen uns noch nicht. You should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember, you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. Mm-hmm. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras. But I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know? I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah. Okay, I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. I'm good. Okay. Jetzt haben wir alles durch, ja? Drei Objekte finden, um die Geschichte zu verändern. Na super. Was haben wir? The champion of light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Mhm. Oh hell, this isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. Mr. Scratch. I just gotta do this one thing.
make it quiet. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. Those poor slobs just collateral damage, really. I mean, I made some information out of them earlier. But this part? This is just for kicks. What the fuck? So quiet. What the fuck? Also bitte. Was kann man doch nicht machen? So, jetzt müssen wir irgendwie in die Richtung. Hier, ach, das. Die Fragezeichen sind die Seiten, kann es sein? Jawohl. I know that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. I've made my plans. I prepared for this, but I know the transition from the dark place will be hard on me, and not just physically. It may affect my mind, my memory. These pages should help me remember and focus. That's worked for me before. Even if that fails, I think I will be able to trust my instincts. I'm navigating my own story. I'm hoping I'll know where to go and what to do, even if the details elude me. So, jetzt haben wir aber drei Seiten, ne? Wartet mal kurz, ich gehe mal nochmal schnell zurück. Da war doch die Truhe, die Kiste. Wenn man drei Seiten hat, Manuskriptseiten, kann man die öffnen. Ah. Nagelpistole gegen Maschinengewehr. Wobei die Nagelpistole... Ui. I guess it's about time I went full auto. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen kleinen Break. Und gucken mal, was wir in der nächsten Folge machen. Oh, guck mal. Das ist schon wieder aufgefüllt. Aha. Ja, Munition aufgefüllt. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und sammeln diese... Da gibt es noch ein Fragezeichen. Da werden wir auch noch hin und sammeln dann die ganzen Sachen ein. Da ist noch ein Radio. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.